Wie soll ich erklären, was meine Eltern eigentlich machen? Wie soll ich erklären, was wir haben Stripclub, wir haben. Ich will auch nicht, dass die dann denken, dass das ein Puff ist. War nicht ganz so einfach. Meine Mutter würde sagen, dass ich aus richtiger. Die sagt wortwörtlich, ich bin aus richtiger Fickerei entstanden. Als kleines Kind auf einer Offenbacher Grundschule wurde ich geschlagen. Ich war 6 Jahre alt. Und meine Mutter, ganz klar, du musst dich lernen zu verteidigen. Sie will keinen Schwächling als Sohn haben. Mein Name ist Max Koger. Ich bin 32 Jahre alt und groß geworden im ältesten Nachtclub von Frankfurt. Ich bin hier im Bahnhofsviertel aufgewachsen und hier muss man einfach hart durchgreifen. Und das tun wir. Wir sind auch mit den ganzen Nachbarn, mit der Drückerstube, mit der Polizei in Kommunikation. Und daher wissen wir einfach, dass es sehr schwierig ist. Es ist tatsächlich fast schon, ich will nicht sagen gesetzesfrei, aber jeder, der hier runterkommt, sieht mit eigenen Augen, wie brisant diese Situation ist. Dies ist eins der härtesten Pflaster, eins der ehrlichsten Pflaster. Frankfurt ist wohl eins der herrlichsten und gefährlichsten Pflaster. Ich wurde hier geboren und der Main fließt durch diese Adern. Ich hab's mir geschworen, irgendwann lass ich mich hier begraben. Banktürme, Neonlicht, Blaulicht, Rotlicht, schillernde Einkaufsstraßen und Ecken, in denen's nach Dope riecht. Politiker, Prominente, Reiche und Bankiers, Punks, Penner, Prostituierte, Leichen und Junkies. Die Hauptstadt der Finanzen, die Hauptstadt des Verbrechens, die Hauptstadt der Freude und die der Träume, die zerbrechen. Die Stadt, ja, der Mann, ja, Part, ja! Ja, hol uns hier raus aus dem Elend! Ja! Hier unten ist Wildwest. Daher müssen wir natürlich auch radikal handeln und das machen wir. Dadurch ist die Elbestraße hier auch relativ clean. Und das ist sehr, sehr wichtig, denn ich versuche natürlich auch möglichst gute Leute wieder ins Bahnhofsviertel zu bringen. Für mich ist immer wichtig, dass hier eine gewisse Mischung aus Milieu ist, aus Bankern, aus Studenten, so eine schöne Mischung aus Leuten aus allen Gesellschaftsschichten. Die wir da geholt haben. Irgendwann kamen wir zu dem Punkt, dass mein Vater ein Gespräch mit mir gesucht hat. Mein Vater wollte wissen, ob ich es wirklich ernst meine, ob ich diesen Schritt, die Pik Dame in die dritte Generation zu führen, ob ich das wirklich ernsthaft angehen möchte. Denn dieses Privileg, dass man heutzutage ein Familienunternehmen weiterführen kann, das ist was ganz Besonderes, was ganz Spezielles. Das ist ein Geschenk. Ich habe gesagt, Pik Dame machen wir weiter, dritte Generation. Verlass dich drauf, Papa. Okay. Ich schaukele schon. Wir haben die Pik Dame vor Corona umgebaut. Und natürlich musste ich mich fragen, ist das vielleicht der richtige Schritt jetzt, diese Richtung anzupeilen? Vor allem, weil wir diverse Angebote bekommen haben, was wir hier mit der Gewerbefläche alles machen könnten. Es ist eine neue Pik Dame. Trotz alledem haben wir überall versucht, die ganzen alten Elemente, die noch vorhanden waren, wieder mit einzubauen, wieder mit reinzubringen. Die Kombination mit der Pik Dame, mit dem Sport und mit allem, was noch drumherum kommt, ist nicht einfach. Also ich komme schon manchmal auch an einen gewissen Rand, wo ich sage, oh, das ist schon manchmal viel. Es ist schon manchmal wirklich viel. Vielen Dank, der Herr. Nur das Beste für dich. Während des ersten langen Corona-Lockdowns ist mir die Decke auf den Kopf gefallen. Man konnte nichts machen, weil Corona so krass war zu der Zeit. Es war die letzten Wochen, Monate schwierig zu arbeiten. Ich will in den nächsten Wochen einfach die Leute verwöhnen mit schönen Programmen. Die Leute sollen feiern, dieses Ventil feiern, auch wirklich ausleben. Wir haben ein ganz besonderes Event am Wochenende geplant. Bin sehr gespannt, bin mir aber auch sicher, dass es sehr gut ankommen wird. Die Idee hinter dem Peak House ist folgende. Wir haben 13 Wohnungen und in diese 13 Wohnungen können keine fremden Leute rein. Es sind alles Leute, die eng in Verbindung mit mir stehen, also Freunde und Familie. Wir haben umgebaute Wohnungen. Wir haben zum Beispiel einen Trainingsraum. Eine Wohnung ist als Trainingsfläche umgebaut und das hat schon einen gewissen Witz. Man ist irgendwie nie alleine, trotzdem kann man sich zurückziehen und das war so die Idee. Ich habe generell sowieso den Schlüssel für jede einzelne Wohnung. Ich platze auch immer rein, wenn mir danach ist. Sari, ich hätte mal eine Frage an dich. So.
Was geht denn? Hey, hast du Kaffee? Hallo, Sarika. Guten Morgen, Frankfurt. Du bist jetzt bei allen hier raus? Vielleicht gehe ich noch mal hoch zum Adrian. Ui. Adrian. Es gibt hier in dem Sinne keine Regeln, außer dass wir Spaß haben wollen. Jemand, der sagt, ey, ich brauche viel Privatsphäre, ich will viel meine Ruhe haben, der ist hier in diesem Haus absolut falsch. Das ist so impulsiv und so wild, da muss man schon Bock drauf haben. Wie sieht es schon wieder aus, Adrian? Das ist ja der reinste Schweinestall. Und ich habe auch schon die ein oder andere Party bei mir zu Hause geschmissen. Danach habe ich es bereut, aber an dem Abend war das natürlich geil. Ich freue mich heute, denn mein Patenkind, der auch gleichzeitig mein Cousin ist, und mein Onkel kommen mich heute besuchen. Thorsten Senior und Thorsten Junior. Ist er am Wochenende da? Bitte? Ist er am Wochenende da? Schauen wir mal, ich denke schon. So. Thorsten Junior weiß ganz genau, wie wir unser Geld verdienen und kennt die ganze Geschichte und er hat auch viel Freude, weil er Teil davon sein darf. Und das ist ja das schöne Ziel, was wir haben, dass wir dieses Familiending immer weiter ausbauen können. Es ist ein Gemisch, ein Pool aus absoluten Wahnsinnigen. Wir haben einmal meinen Vater, der ist auf seine Art wahnsinnig, ich bin da. Und dann haben wir meinen Onkel und wir sind irgendwo alle unterschiedlich. Trotzdem verbindet uns dieser gewisse Wahnsinn irgendwo und das macht das ganze Ding halt aus. Und das lieben die Leute, weil es nicht fake ist, sondern weil es echt ist. Und ja, und weil es halt Familie ist. Ja. Das lieben die halt auch. Dreht euch nicht mit dem Schlag. Die Schulter verschmilzt mit dem Kinn. Rotiert auch immer mit euren Schultern. Bum, 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 er kommt. Bum, seid ihr in Bewegung. Hier. Ich tauch ab und rotiere wieder mit meiner Schulter. Hier. Seid hier locker, findet euren Rhythmus. Bop, bop, bam. Ihr bewegt euch, ihr bewegt euch. Ihr guckt, okay, wie fühlt sich das an? Ihr konzentriert euch auch ein bisschen auf die Beinarbeit. Step, step, step. Das Allerwichtigste, wonach ich meine Mitarbeiter aussuche, ist einfach die Entscheidung, wirklich Teil von dieser Geschichte, Teil von diesem Ganzen sein zu wollen. Für mich ist immer ganz wichtig, dass die Leute, die hier auch arbeiten, mit Kampfsport auch was zu tun haben. Zum einen stärkt es natürlich die Bindung innerbetrieblich. Außerdem ist es natürlich ein großer Sicherheitsfaktor, wenn wirklich von der Garderobe die Barleute, dass wirklich jeder auch weiß, wie man sich verteidigt in einem Ernstfall. Weiter! Weiter, 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 weiter! 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 Ja, hey! Weiter! Genau, links, rechts, links, rechts! Ja! 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 Adrian! Wo bist du? Wir haben einen Schwänzer! Zieh dich um! Adrian! Zieh dich um! Wir haben alle auf dich gewartet. Wie lange brauchst du? Zieh dich um. Ich bin Zuckerbrot und Peitsche. Ja, das Konzept, das liegt mir. Ich liebe das halt einfach. Kennst du unser Ritual? Komm. Mein Junge ist echt. Ja. Bruder, ich komm gleich vom Essen. Los, halt. Los, los. Beeil dich. Du bist Frischfleisch. Komm. Weiter. Junge. Weiter. Locker. So, zieh dich schnell um. Dadurch, dass der Lockdown so lange war, mussten einige Läden, einige Animierbars, mussten halt schließen. Dadurch, dass die Leute nicht mehr in ihren Läden vor Ort waren, konnte keiner mehr seinen Abschnitt sauber halten. Und das ganze Drogenthema ist einfach sehr, sehr stark gewachsen. Die Polizei tut, was sie kann, aber denen sind einfach die Hände gebunden. Wenn die Polizei die jetzt festnimmt, am nächsten Tag sind die einfach wieder vor Ort. My
meine Stadt, die so manche andere Stadt neidisch macht. Schnelle, süßes Leben mit bitterem Beigeschmack. Und wenn die Skyline sich bei Nacht auf mein Spiegel schlägt, mein Herz für diese Stadt wie auf Minecraft ein Spiel. Bring uns zum Lachen oder bring uns zum Weinen. Bring uns wohin du willst, aber bring uns danach wieder heim. Bring uns um den Schlaf oder bring uns um den Verstand, aber bring uns unbedingt wieder zurück in unsere Stadt. Bring uns um den Schlaf oder bring uns um den Verstand, aber bring uns unbedingt wieder zurück in unsere Stadt. Yes, gut. Ey, lauf mal kurz eine Runde durchs Viertel auf, lass mal überprüfen, was abgeht. Ob deine Mutter jetzt noch arbeitet hier auf der Straße, so, oder nicht? Willst du schauen, ob deine Mutter da hinten ist, oder nicht? Komm, Glück an. Komm, du Fotze. Oh, Alter, Leopold. Wir halten die Elbestraße sauber, indem wir einfach die ganzen Kleindealer verjagen von der Straße. Mit unseren eigenen Mitteln. Die sind oft im Hauseingang, es wird in den Eingang gepisst, es wird gedealt und dann sammeln wir uns zusammen, gehen hier auf die Straße und halten unseren Abschnitt sauber, indem wir die vertreiben. Mit den nötigen Mitteln manchmal. Ja, dann lass dich doch rein! Das ist gut. Normal, immer gerne ruhig, Digga. Ey, lass das. Stabil, Digga. Genau. Der hat einfach mit dem Training Sparring und so. Während der Corona-Phase haben einige Leute, die schon lange im Bahnhofsviertel sind, sehr gelitten. Und es gab einige Schließungen, viele Leute mussten das Viertel verlassen. Eine der wenigen Personen, die übrig geblieben ist, ist die Manuela. Und gemeinsam versuchen wir natürlich, das alte Bahnhofsviertel, so wie man es auch ursprünglich kennt, wieder aufleben zu lassen. Wie geht's? Oh, ich habe so ein Jetlag. Ich bin gerade aus L.A. zurückgekommen mit tollen Ideen. Sehr gut. Manuela kennt das Viertel im Wesentlichen schon von Anfang an und ich kann viel von ihr lernen. Sie hat unheimlich viel Erfahrung, was das Bahnhofsviertel, was das Rotlichtmilieu angeht. Das war der Ricky, der ist auch bei euch aufgetreten, Pik Dame. Mhm. Ah ja, Kabarett. Mhm. Varieté und Kabarett, das ist das, was wir brauchen. Ja. Es ist ganz entscheidend, dass wir uns alle gegenseitig unterstützen, gerade in so Krisenzeiten. Das hat das Viertel immer ausgemacht und genau das tun wir jetzt. Wir helfen uns gegenseitig und stützen uns, wo wir können. Alte Super 8 Softporno-Filme. Mhm. N-Day in Verführung. Aha. Zum Beispiel. Oder die lesbische Chefin. Ah, so ein Super 8. Hast du so ein Vorführgerät? Ich kann alles besorgen. Echt? Und ich besorge dir auch alles. Das super. Klingt super. Das kann man auf jeden Fall cool kombinieren mit mit Busy Schabernack. Aber geil. Ja. Manuela verkörpert wirklich das, was ich mir unter Rotlicht vorstelle. Boas, hochgesteckte Haare, roter Lippenstift, ladylike, eine wirkliche Präsenz, die Präsenz einer Frau. Und genau das vermisse ich ein bisschen im Viertel. Man hat die Vergangenheit vergessen und Manuela bringt die Vergangenheit wieder in die Gegenwart und deswegen ist sie so wertvoll. Super, dann sehen wir uns am Wochenende, okay? Ich habe mich so gefreut. Danke für die Ohren. Ich glaube, wir passen sehr gut zusammen, weil wir ganz tolle Ansichten haben. Wir wollen das wiederbeleben. Er möchte gerne im Pik Dame die Seele seines Opas wieder fliegen lassen, in seinem Sinne. Und ich tue das hier genauso. Ich lasse die Seele von vielen Sexbomben auch fliegen, die ich in meinem Leben getroffen habe. Mein Großvater hat angefangen, 1959 diesen Nachtclub zu gründen und hat hier im Grunde genommen alles, was man auf die Bühne bringen konnte, hat er auf die Bühne gebracht. Zu Zeiten meines Großvaters war die Pik Dame eine Animierbar. Wir hatten Striptease und dann konnte man ein bisschen privater werden. Es ist kein Bordell gewesen, also man konnte keinen Geschlechtsverkehr hier in der Pik Dame haben, aber man konnte sich intimer mit einer Tänzerin unterhalten. Er hat Leute auf die Bühne gebracht, die auf erotische Art und Weise Sex hatten. Sie hatten jetzt keinen Geschlechtsverkehr, aber es war einfach sehr erotisch anzusehen. Es war der Zeit schon ein bisschen voraus.
war so, dass meine Mutter hier Tänzerin im Laden von meinem Großvater war. Meine Mutter war Stripperin in der Pik Dame und hat so meinen Vater kennengelernt. Meine Mutter würde sagen, dass ich aus richtiger, kann man das sagen, die sagt wortwörtlich, ich bin aus richtiger Fickerei entstanden. Und sie fand meinen Vater immer sehr lecker. Also die hatten Techtelmechtel hier und daraus bin ich entstanden. Ich muss sagen, als Kind habe ich das Ganze sehr, sehr spannend wahrgenommen. Meine Mutter hat mich die ganze Nacht im Nachtclub hocken lassen. Ich konnte mir alles anschauen, jede einzelne Show, bis ich eingeschlafen bin, hat sie mich in die Küche getragen. Wir hatten unendlich viele Probleme mit anderen Eltern, weil ich teilweise mit 12 Jahren, mit 5 anderen 12-Jährigen, bis 12, 1 Uhr nachts im Nachtclub gehockt habe. Die erste Frau, die gesehen haben, die nackt war, war meine Mutter. Ich weiß noch genau, als ich in der Grundschule war, da gibt es ja immer diese Sachen. Jeder kann was erzählen, was die Eltern machen. Der Stein wird rumgereicht. Und als ich den Stein hatte, habe ich mich ein bisschen geschämt, weil ich nicht wusste, wie soll ich erklären, was meine Eltern eigentlich machen. Wie soll ich erklären, was wir haben Stripclub, wir haben, ich will auch nicht, dass die dann denken, dass das ein Puff ist. War nicht ganz so einfach. Deswegen habe ich in der Grundschule erstmal gesagt, dass wir ein Restaurant haben. Die Lehrer wollten dann wissen, was für ein Restaurant. Ich sage, ein kleines, nichts Besonderes. Ja. Weil ich ein sehr neugieriges Kind war und weil ich Struktur gebraucht habe und vielleicht auch ein paar Handschellen teilweise schon, wurde ich aufs Internat geschickt. Ich habe das Internat geliebt und ich habe mir damals gesagt nach meinem Abitur, ich komme nach exakt 10 Jahren wieder an die Schule. Einer meiner Geschäftspartner und ganz engen Freunde, Max Motors, hat mich heute ins Internat gefahren, hat mich begleitet als Unterstützung. Ah, guck mal hier. Oh, ja. Ja, hallo. Ich freue mich jetzt auf Frau Kissner. Kenne ich seit der 5. Klasse. Internatsleiterin und ich bin mir sicher, sie hat bestimmt die eine oder andere lustige Geschichte auf Lager. Guck mal, was ich gefunden habe. Wir haben ja von allen Abiturjahrgängen die Abi-Zeitung. Ist auch das, was ich immer am längsten aufhebe, weil das total interessant ist. Und hier steht Abi 2008. Guck mal hier, Echzell, unsere zweite Heimat. Da gab es auch so einen Abschnitt, was aus jedem mal werden soll. Was wird aus Max? Bodyguard, Clubbesitzer, Entertainer. Perfekt. Da. Wie kommen die dazu? Tja. Ah, hier gab's. Wer ist der größte Macho? Okay. Max. Eindeutig. Guck mal hier. Wer ist am frechsten? Max. Also, sorry, hier. Wer hat den geilsten, was heißt es, Knackarsch? Max G. Ist auch wieder du. Ich habe einfach eine sehr gute Erinnerung an ihn, weil er ein sehr, sehr höflicher junger Mann war. Immer. Also zumindest zu mir. Und ich freue mich total, dass er heute da ist. Also ich wusste das nicht, dass der Max aus dem Bahnhofsviertel ist. Das habe ich eigentlich erst später irgendwie mit einem Ohr mitbekommen. Also das war auf jeden Fall hier kein Thema. Also nicht, dass ich mich erinnere. Vielleicht unter den Schülern. Die wussten es. Ja, ich wusste es nicht. Ich möchte mein altes Zimmer. Das machen wir. Da gehen wir hin. Sehr schön. Okay. Dann auf. Die Zeitung. Ja. Kannst du die nächsten 10 Jahre. Die hebe ich auf. Das ist mein Allerwichtigstes. Gut, wir gehen hier lang, wir gehen durch Silenzium. Ich weiß nicht, hast du da auch Studierzeit gemacht? Du solltest es ist, Studierzeit. Ich habe den Raum nicht so gemocht. So. So, das alte Zimmer. Damals war kein Teppich drin. Holzboden. Andere Schreibtische, aber Schränke sind gleich. Und ja, Luca war mein Zimmergenosse. Ja, da drüben war der Dirk.
Und wenn wir ausgestiegen sind, haben wir uns natürlich immer mit kleinen Taschenlampen immer so kleine Signale gegeben, wie es steht. Weil wir haben immer geguckt, ah, sind die jetzt hier, was machen die, sind die weg? Und dann irgendwann so auf 0 Uhr so. Ich bin einmal runtergekommen, bin hier aus dem Fenster diese Wand entlang geklettert, damit ich da nachts aussteigen konnte. Guck mal hier, Scheiße, hier so, guck mal, hier das Fenster, hier runtergeklettert. Während meiner Internatsphase versucht man sich natürlich zu definieren. Ich habe mir eine Zeit lang überlegt, ah, wie wäre es denn, wenn ich ein Architekt werde? Wie wäre es denn, wenn ich ein Ingenieur werde? Irgendwie sowas in die Richtung. Aber da musste ich mir irgendwann eingestehen, dass ich zu viel lebe, Mensch, vielleicht auch zu verrückt bin, zu extrem bin, als dass ich dann sage, okay, ich kann sowas wirklich ernsthaft angehen. Ich glaube, du warst wirklich der erste Schüler, den ich gesehen habe, der so für sich trainiert hat. Also ich finde, du warst damals in der Beziehung zumindest schon sehr diszipliniert. Also du hast ja wirklich, ja, also hast es sehr ernst genommen. Kann es sein, dass du so früh da schon angefangen hast? Ja, ja. Aber auch mit Blick auf das, was du jetzt machst? Nee, nicht. Also ich hatte nie im Sinn, irgendwie Profi oder das Ganze professionell zu machen. Das ist mehr aus so aus natürlichen Umständen entstanden. Aber es hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht. His record, 30 fights. 22 victories, one draw, representing MMA Spirit from Frankfurt, Max Koga! When I say stop, you stop. Fight hard, fight fair. Touch your glove if you want, step back on your coat. Als kleines Kind auf einer Offenbacher Grundschule wurde ich geschlagen. Ich war 6 Jahre alt. Und meine Mutter, ganz klar, du musst dich lernen zu verteidigen. Sie will keinen Schwächling als Sohn haben. Ich hatte als Kind immer das Bedürfnis, ein Held sein zu wollen. Ich wollte ein Held sein und mir war es natürlich bewusst, man kann sich das nicht aussuchen, man muss was dafür tun. Deswegen habe ich dann immer trainiert, trainiert, trainiert. Diese Einstellung hat mich zum MMA-Sport gebracht. Die Königsdisziplin im Kampfsport. Solche Ohren bekommt man, indem ich beispielsweise einen ganz normalen Beinangriff starte und ganz banal mit meinem Ohr gegen den Hüftknochen knalle. Die meisten Leute denken wahrscheinlich, dass das eine Krankheit ist, wobei ich auf jeden Fall recht sicher bin, dass jeder, der diesen Sport praktiziert, stolz ist auf diese kleinen Triumphe, auf die Blumenkohlohren. Die wichtigsten Trophäen stehen hier. Viele, viele Jahre, viele, viele Kämpfe und das ist so mit der renommierteste Gürtel, den wir hier auf deutschem Boden haben. Das ist der Gürtel der größten Organisation hier in Deutschland. Und da ich jetzt noch keinen kommenden Kampf anstehen habe, helfe ich dem Nachwuchs heute in Düsseldorf. Denn der Nachwuchs wird heute in Düsseldorf kämpfen und ich freue mich sehr drauf, coachen zu dürfen. Die Hauptstadt des Verbrechens, die Hauptstadt der Freude und die der Träume, die zerbrechen. Die Stadt, in der ich meine ersten Parts gerappt habe, zum ersten Mal besoffen war und zum ersten Mal gefickt habe. Das ist meine Stadt, die so manche andere Stadt neidisch macht. Schnelles, süßes Leben mit bitterem Beigeschmack. Und wenn die Skyline sich bei Nacht auf meinen Spiegel schlägt, mein Herz für diese Stadt wie auf Minecraft heimspielt. Bring uns zum Lachen oder bring uns zum Weinen. Bring uns wohin du willst, aber bring uns danach wieder heim. Bring uns um den Schlaf oder bring uns um den Verstand. Aber bring uns unbedingt wieder zurück in unsere Stadt. Bring uns um den Schlaf oder bring uns um den Verstand. Aber bring uns unbedingt wieder zurück in unsere jo. Stadt. Alles gut? Ja, ja. Wir fahren jetzt, wir sind jetzt ins Auto gestiegen. Ich bin in so circa 2 Stunden da. Er soll einfach, soll alles packen. Und wir sehen uns dann in der Umkleide. Ja. Heute betreue ich einen meiner Teamkameraden, Montana. Ein sehr, sehr junger Profi mit viel Potenzial. Dadurch, dass wir uns alle gegenseitig stützen und stärken, ist heute mein Part, ihn zu betreuen und zu coachen. Das ist nur ein Risiko. Du weißt, ich weiß, du kannst damit umgehen, aber gib ihm gar keine Chance für einen Treffer. Ja.
Let's go! Seine Bilanz: 6 Kämpfe, 3 Siege. Er repräsentiert das MMA Spirit aus Frankfurt. Redouane Montana Bentaleb. Und sein Gegner in der roten Ecke ist Wladimir Holodenko! Los geht's! Sofort holt sich hier Montana die Käfigmitte. Die erste Frage, die ich oftmals gestellt bekomme, ist: Tut ein Schlag weh? Tut's nicht weh, einen in die Fresse zu kriegen? Natürlich tut's weh. Mit dem Arm auch einfach, um gute Schläge landen zu können. Und das sind gute Schläge. Montana muss sich da jetzt bewegen. Mitte! Muss versuchen, seine Position zu verbessern. Okay. Da kann er nicht bleiben. Der erste Hinweis von Gerd Richter und das Ganze wird hier abgebrochen. Das war das Hassduell. Endet so. Schön, es ist zu gewinnen. So bitter ist natürlich auch die Niederlage, aber es macht ein Team aus. Man gewinnt zusammen, man verliert zusammen. Aber so ist es. Weitermachen, weitermachen. Lektion fürs Leben. An dieser Stelle ist, glaube ich, jetzt der Weg nach Frankfurt angesagt, denn Pik Dame wartet. Jo, alles klar? Ich bin auf dem Weg. Wie ist es? Ist voll? Sehr gut, das höre ich gern. Alle DJs da? Mhm. Okay, perfekt. Ich bin nirgendwo im Hochhaus groß geworden und mitten im Beton wurden meine Flows geboren. Und morgens in der Schule kiffen mit Gymnasiasten und nachmittags mit Charts, den Brüder im Knast sind. Was soll ich sagen, ich bin die Assis gewohnt. Jeder hier hat Eier so groß wie Wasserbinden. So. Bevor es jetzt wirklich mit der Feierei losgehen kann, treffe ich meinen Vater und die Jungs jetzt nochmal in einem geheimen Raum bei uns in der Pik Dame und ich freue mich sehr auf. Wird euch gefallen. Sehr schön, machen wir hier mal ein bisschen ordentlich. Genau, stell es mal nach hinten. Domtür. Okay, Leute, verteile die Karten. Letzte Runde, wir gehen all in. Hey, auf dein kleines Schwänzchen. Okay, Small Cock. Du kannst mal einblasen. Siehst du? Ach so. Ja. Oh, hey. So. Leopold, weißt du, ich werde dir an dieser Stelle ein bisschen was über das Leben beibringen. Ja. Yeah. Ganz entspannt. Hier. Yeah. 300. 300? Ja. Ja, doch, komm. Okay. Für die Eintracht. Absolut. Ja. Oh, von so. Oben nach unten. Ja, 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 ja. Digga, verstehst du? Mein Schwanz ist härter als dein Leben, Leopold. Die habe ich heute gewartet. Ich will sie auch mal sehen. Ja, ja. So, und wieder habe ich dich rasiert, kleiner Mann. Ich habe gewonnen. Eindeutig alles meins. Die Dame gewinnt. Die Dame gewinnt. Die Dame gewinnt. So gehört sich das auch. Sehr, sehr starker Tag und dadurch, dass alles gelockert wurde, bin ich sehr froh, dass die Pik Dame heute platzt. Es ist super Stimmung hier, die Leute haben richtig Bock zu feiern und ihr seht es ja selber. Läuft!